Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns in Tralup Niedernufern. Das ist der westlichste Teil von der Stadt Tralup und auch der runterkommendste, wo die ganzen Halunken sind. Da vor dem Wachhaus stehen wir. Da gehen wir jetzt mal rein. Da gibt es nämlich eine Quest, die Grimmwölfe. Die kriegen wir vom Reto. Rondra zum Gruße. Ihr kommt mir gerade recht. Seit einiger Zeit terrorisiert eine Bande von Halsabschneidern unser schönes Tralup. Grimmwölfe nennen sie sich. Sie gehen vollkommen skrupellos und brutal vor. Und inzwischen gab es mehrere Tote in der Bevölkerung. Wir sind fieberhaft dabei, ihr Versteck in der Stadt aufzustöbern. Bisher hatten wir leider keinen Erfolg. Aber immerhin erzählte uns gestern ein Jäger, dass er draußen im Fuchshag eins ihrer Lager entdeckte. Wir nehmen an, es ist ein Vorposten. Der Stadtwache sind leider die Hände gebunden. Unsere Männer und Frauen reichen gerade so dafür aus, die Ordnung in Tralup aufrechtzuerhalten. Wir dürfen uns aber nicht die Gelegenheit entgehen lassen, den Grimmwölfen einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Und da kommt ihr ins Spiel. Auf dieses Pack ist ein ordentliches Kopfgeld ausgesetzt. 5 sollen es sein. Auf dem Kopf eines jeden steht ein Goldstück. Wie sieht es aus? Nehmt ihr den Auftrag an und räuchert das Nest der Halunken aus? Als Beweis für ihr Ende hätte ich gerne die Wolfspfoten, die sie am Hals tragen. Ja, das machen wir. Rondra mit dir. Kleiner Kopfgeldauftrag. Ja, Rondra möge mich beschützen. Ups, falsche Quest aktiv. Auf zum Fuchshag. Da müssen wir hin. Ich würde sagen, wir gehen hier raus und dann rüber. Also man kann nicht hier von Hohen Tralup da hoch. Das funktioniert nicht. Das, auch wenn das hier so ein bisschen aussieht wegen dem Tralupa-Symbol, sieht man das nicht, dass das nur dieser Weg darüber führt. Und von Hohen Ufern geht es nur hier rüber zum verfallenen Effa-Tempel. Na gut, wir reisen definitiv hier rüber nach Alten Tralup, damit wir nach Beonsfort können. Es geht jetzt im Norden hier raus, kommen am Markt raus, in Alten Tralup und rennen nördlich hier an den Terbonitenkloster vorbei und am Friedhof geht's nach Beonsfort. Dort im Nordwesten haben wir den Ausgang. Ich zeig's mal auf der Map. Zack. Also, da oben müssen wir hin. Wir können leider nicht direkt hier hoch, weil hier zu ist. Das heißt, wir müssen einmal einen kleinen Umweg gehen. So, jede Menge Grimmwölfe, wir locken die mal zusammen. Eindringling, den hauen wir platt. Ah, das wird auch gelacht hier mit ein bisschen Buffs hoch und dann schauen wir mal, wer hier wen platt haut. Also mehr Pfoten kriegen wir nicht. Sehr schade. Und nun heißt es wieder zurück zum Hauptmann der Garde. Jetzt hätten wir uns aber rüber nach Niederufern kommen, am Markt raus und rennen da mal gerade hin. Das ist aber nur die erste von der Questreihe. Das heißt, es gibt eine Folgequest. Ah, ihr seid zurück. Hattet ihr Erfolg? Rondra zum Gruße. Ihr habt sie ausgeschaltet. Das ist gut.
Das wird sie für ein Weilchen schwächen, denke ich. Wir haben inzwischen auch einen Erfolg zu verzeichnen. Wir haben es geschafft, einen unserer Spitzel bei den Grimmwölfen einzuschleusen. Mal schauen, ob wir bald mehr über sie wissen. Vielleicht könnt ihr uns dann ja wieder behilflich sein. Ich danke euch vielmals. Hier ist eure Belohnung. Rondra mit dir. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt, dass man jetzt direkt bei ihm eine weitere Quest kriegt. Nämlich, ihr müsst dafür raus. Aber es bleibt nieder an Ufern. Und ihr habt hier unten jetzt einen Questgeber, den Tarek Melab. Der war vorher nicht da gewesen, der Ausrufezeichen. Gerade eben, wo wir noch waren, waren nur diese beiden. Und der ist jetzt gekommen, weil wir diese Quest gemacht haben. Ich hoffe, ich war eine Hilfe. Bis demnächst, euer Chojin.